Die Inflation schießt durch die Decke und wenn man sich die Notenbanken anschaut, sowohl die Fed als auch die EZB, dann erleben wir jeweils einen Unfall in Zeitlupe, einerseits bei der Fed und andererseits bei der EZB und vor allem die Fed wollen wir uns in diesem Video mal anschauen, warum das nicht gut gehen kann, warum eine Straffung der Geldpolitik nicht auf Dauer funktionieren kann, ohne dass etwas richtig bricht. Und ich zeige hier in diesem Video mal die Bruchstellen, wo wird der Schmerz so groß sein, dass die Fed dann zurückrudern muss. Sie kann einerseits die Inflation bekämpfen, aber nicht über zu starke Zinsanhebungen. Das geht dann nur über die Bilanzreduzierung, denn das Risiko ist immens und dieses Risiko wollen wir uns mal anschauen. Gestern hat Jim Bullard gesagt, ja, also ich will, dass die Zinsen bis 3,5% steigen, um eben die Inflation unter Kontrolle zu kriegen. Der sagt, die Glaubwürdigkeit der Fed, die wird gerade getestet und wenn wir jetzt nichts tun, dann werden die Inflationserwartungen außer Kontrolle geraten. Genau das passiert derzeit etwa in der Eurozone. Die Inflationserwartungen schießen nach oben, weil die Leute spüren, die EZB macht sowieso nichts. Die kümmert sich um den Anstieg der Renditen, also um die Refinanzierung der Malladen Euro-Staaten, aber nicht um das Thema Inflation. Dementsprechend schießen jetzt die Inflationserwartungen in der Eurozone nach oben, was dann dazu führt, dass eben dieser sich selbst verstärkende Effekt voll in Kraft tritt, dass die Inflation dann auch wirklich steigt. Das alles will James Bullard nicht und sagt deswegen, wir müssen hier etwas tun. Wie wird das Ganze ausgehen? Zwei Banken haben sich dazu geäußert, einmal Goldman Sachs. Die sagen, ja, also historisch gesehen sei es so, dass dann, wenn die Fed aufhört, praktisch die Geldpolitik zu straffen, dann kommt die Rezession. Also Straffung der Geldpolitik, dann hört sie auf, dann kommt die Rezession. Die Bank of America sieht es ein bisschen anders und sagt, jeder Zinsanhebungszyklus, jede Straffung der Geldpolitik führt zu praktisch Bankrotten, zu von Firmen, von Banken, von Investoren, die einfach hier auf der falschen Seite erwischt werden. Und diese These, die scheint mir zu stimmen. Warum will ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen? Zunächst dann noch weitere Aussagen von James Bullard. Ja, also wenn es sein muss, müssen wir die Zinsen auch mal bei einer Sitzung um 0,75% anheben. Also ein Monsterschritt, könnte man sagen. Und dann sagte Bullard auch, nein, es wird keine Rezession geben. Und ja, die Inflation ist ja viel zu hoch, aber wir haben einen richtig guten Plan hier und werden das schon in den Griff kriegen. Hier unten sehen wir übrigens mal einen der Bereiche, die hier besonders betroffen sind, neben den Mortgage Rates, also neben dem US-Immobilienmarkt, das ist der Junk Bond Markt. Das sind also Unternehmen, die eigentlich nicht besonders gut dastehen. Wie sehen die Investoren, wie sehen die Kreditgeber deren Situation? Und hier sehen wir jetzt, dass da die Junkbond-Renditen am Beginn sind, nach oben zu schießen, weil es diese schwachen Firmen am ersten trifft, die dann sozusagen unter diesen steigenden Kosten von Geld am meisten leiden würden. Dann Bullard nochmal weiter. Das ist eine lange Erzählung von James Bullard, der gesagt hat, ja, also wenn der Krieg in der Ukraine jetzt wirklich noch eine ganz schlimme Wendung nehmen würde, könnten wir uns das nochmal überlegen mit dieser Geldpolitik. Und dann sagt er auch, ja, wenn die Inflation weiter nach oben geht, dann könnten wir die Bilanzsumme stärker reduzieren mit einem Plan B, also schneller und stärker nochmal reduzieren. Und dann eine sehr interessante Aussage von Bullard, it might be reasonable if housing markets cools off a bit, also dass praktisch der US-Immobilienmarkt ein bisschen abkühlt, wie er das formuliert. Wir haben vorhin gesehen, die Mortgage Rates steigen, also es wird immer teurer, ein Haus zu refinanzieren. Das geht dann direkt bei den Leuten ins Portemonnaie monatlich, wenn die einen solchen Kredit laufen haben. Und wir sehen eben jetzt auf der einen Seite diese steigenden Zinsen. Wir sehen weiter, dass die Hauspreise noch steigen und sehen, dass auf der anderen Seite die Materialkosten massiv explodieren, alles sozusagen, was mit einem Haus verbunden ist, massiv explodiert an Preisen. Jetzt schauen wir uns hier mal diese Mortgage Rates an. Die sind in kurzer Zeit massiv nach oben geschossen. Das ist eine durchschnittliche Mortgage Rate für 30 Jahre, liegt jetzt bei 5,25%. Vor wenigen Monaten waren wir noch etwa bei 3%. Das ist ein Riesensprung. Das ist in diesem kurzen Zeitraum eine sehr, sehr große Bewegung. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Amerikaner so an Vermögen haben. Und dieses Vermögen ist massiv gestiegen in den letzten 2 Jahren, könnte man sagen, eben seit dem Corona-Crash, als die Notenbanken all-in gegangen sind. Da sind ja die Aktienmärkte nach oben gegangen, da sind die Immobilienmärkte nach oben gegangen. Dementsprechend die Amerikaner viel reicher als vorher.
zumindest auf dem Papier. Und ein zentraler Punkt dieses Reichtums sind eben die Immobilienpreise. Deswegen sagt James Ballard, ja, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn die ein bisschen runterkommen, denn diese steigenden Immobilienpreise heißen auch steigende Mieten. Das zieht die Inflation nach oben. Das macht die Leistbarkeit von Mieten immer schwieriger. Und dass da der Konsument jetzt schon ein bisschen vorsichtiger wird, sehen wir einerseits an den sogenannten Retail Sales, an den Einzelhandelsumsätzen in den USA, die ohne die Inflation deutlich rückläufig gewesen wären. Das heißt, die Einzelhandelsumsätze steigen nur noch, weil die Preise steigen. Sie steigen aber nicht mehr real, weil die Amerikaner schon weniger kaufen, weil eben die Leistbarkeit für viele nicht mehr gegeben ist. Und wenn James Ballard und die Fed sagen, ja, also wir können das Ganze ohne Rezession hier zurückführen mit dieser Inflation, dann schauen wir uns jetzt mal den Schuldenstand in den USA an, etwa 88,3 Billionen. Wir haben alleine jetzt seit 2010, also seit gut 10 Jahren, nochmal 33 Billionen obendrauf gesattelt, während in dem Zeitraum seit 2010 das US-BIP um 9 Billionen gewachsen ist, wurden also 33 Billionen mehr Schulden gemacht. Die Frage ist, wie viel wäre die Wirtschaft ohne diese neuen Schulden auf, wie hätte sich die Wirtschaft da entwickelt, ohne diese massive Neuverschuldung. Also wir sehen, wie soll man einen solchen Berg irgendwie zurückfahren, vor allem wenn dann die Zinsen, sagen wir mal, bei 3,5% liegen, wie James Ballard das gesagt hat. Dann würden 3,5% auf 88 Billionen, das ist eine richtige Summe, die dann nur in den Schuldendienst gehen würde und das wird nicht funktionieren. Das würde die US-Wirtschaft zerbrechen. Jetzt sagt also James Ballard, jetzt sagt die Fed, wir wollen die Inflation auf unser Ziel von 2% zurückkriegen, um und bei. Und seit den letzten 80 Jahren, wie hier ein Artikel im Wall Street Journal zeigt, hat die Fed es nie geschafft, die Inflation so stark zurückzubringen, nämlich jetzt um mindestens 4%, ohne dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gefallen ist. Wir werden sehen, dass massiv verschuldete Firmen Probleme kriegen. Wir werden sehen, dass massiv verschuldete US-Konsumenten Probleme kriegen, die ja von diesen gestiegenen Hauspreisen insofern profitiert haben, als sie ihr Haus praktisch als Kreditkarte genutzt haben. Das heißt, neue Schulden aufnehmen konnten, weil ja ihre Sicherheit, nämlich das Haus, immer mehr wert geworden ist. Wenn jetzt die ganze Geschichte andersrum läuft, dann fliegen diese Leute aus der Kurve und das kann und wird die Fed nicht riskieren. Deswegen wird sie so lange ihre Rhetorik beibehalten und so lange auch etwas tun, bis es bricht, bis dann die Dinge wirklich ganz schmerzhaft werden. Aber dass man zumindest rhetorisch hier sagte etwa von James Ballard, dass das Ganze ohne Rezession abgehen könnte, spricht nicht gerade für große Weisheit wahrscheinlich. Entweder will er es nicht zugeben oder er will die Dinge hier so ein bisschen runterkochen. Klar kann er nicht sagen, ja, wenn wir das tun, dann fällt die Wirtschaft in eine Rezession. Das wäre ja eine self-fulfilling prophecy, das wird er nicht tun. Aber wir sehen, dass diese Leute bei der Fed praktisch keine Erfahrung in der Wirtschaft haben. Wenn wir uns mal angucken, welcher der FOMC-Mitglieder hat Erfahrung in der Wirtschaft, dann sehen wir den einzigen vielleicht noch, McKinsey, aber das hat mit Wirtschaft auch nicht so viel zu tun vielleicht. Also das ist schon eine Geschichte, die bemerkenswert ist. Leute, die eigentlich in der Realität wenig Erfahrung haben, sondern in ihrem Elfenbeinturm sitzen, zwar mit vielen Leuten sprechen, aber noch nie selber in irgendeiner Form in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Wir sehen, dass sich schon etwas verändert hat am Markt. Wir sehen den Margin Debt, der deutlich zurückgegangen ist. Also die Hebelung ist schon zurückgegangen. Wir sehen, wie stark diese Hebelung nach oben gegangen ist in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Jetzt kommen wir runter. Das ist für die Märkte schon ein gewisses Warnsignal. Wir sehen, wie schlecht die Stimmung ist. Jetzt, wenn wir uns mal die Stimmung bei den Small Businesses anschauen, plus der Stimmung bei dem Konsumenten, der in der Uni Michigan Umfrage befragt wird, da sind wir tiefer als im April 2020, also tiefer als auf dem Tiefpunkt des Corona-Crash gewissermaßen. Und da geht die Stimmung wirklich flöten. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass die Amerikaner sehr viel weniger konsumieren werden. Und auch die Dickfische sind inzwischen weniger optimistisch für die Wirtschaft. Wir sehen hier den Global Growth Pessimism, der ist so stark, noch viel stärker, als jemals er auf dem Tiefpunkt des Corona-Crash war. Aber das Interessante ist eben, dass die Leute ihre Positionierung nicht wirklich zurückgefahren haben. Die ist nach wie vor etwas übergewichtet in Aktien. Das ist ein entscheidender Punkt. Man rechnet mit dem Schlimmsten, aber sagt sich, naja, die Notenbanken müssen dann offenkundig wieder zurückrudern, wenn sie ein bisschen Porzellan zerschlagen haben. Hier sehen wir, wie negativ die Stimmung der Privatinvestoren ist. Das ist vielleicht ein Kontraindikator und die Märkte sind derzeit in einer etwas merkwürdigen Verfassung. Wenn wir uns das gestern mal anschauen, was die Wall Street hier gezaubert hat am gestrigen
Feiertag hier weitgehend ja in Europa. Dow leichte Minus, wir sehen den Nasdaq leichte Minus. Das war alles ein bisschen hin und her. Es ging zunächst mal vorbörslich nach unten im asiatischen Handel, dann ging es nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Also es war ein bisschen chaotisch. Energie- und Finanzwerte waren gestern die stärksten und Technologie und dann Staples und Healthcare, also defensive Sektoren, waren nicht besonders gefragt. Jetzt kommt die Berichtssaison. Heute werden wir die Zahlen von Netflix haben. Morgen haben wir dann Tesla. Da kann man sehr gespannt sein. Rivian, Elektrofahrzeughersteller, hat jetzt gewarnt, wir werden Riesenprobleme haben mit den Batterien. Und das ist richtig. Mal sehen, ob das bei Tesla auch so ist. Die können zwar ihre eigene Batterien bauen, aber was hilft ihnen das, wenn sie die Rohstoffe nicht haben, die man dazu braucht, etwa Nickel und diese ganzen Sachen. Jetzt ist auch in Shanghai nach wie vor der Restart der Tesla-Fabrik erstmal wieder verzögert worden. Morgen Abend kommen die Zahlen von Tesla, die wären natürlich wichtiger noch als die von Netflix, aber das dürfte ein ganz, ganz großes Thema werden. Wie kann dieser Trend hin zur Elektromobilität gelingen, wenn wir riesige Probleme haben werden, überhaupt die Batterien zu bauen, weil uns da die Rohstoffe fehlen? Und das ist auch ein Thema in China auf jeden Fall. Hier sehen wir etwa den größten Standort für Stahlproduktion, die Region Tangshan, die ist jetzt gelockdownt worden. Das wäre jetzt, wenn diese Region ein Land wäre, dann wäre es der zweitgrößte Stahlproduzent der Welt mit Abstand. Also wir sehen, das ist ein richtiges Problem, das wir perspektivisch auch bekommen jetzt eben mit diesen Lockdowns. Hier oben mal eine Grafik. Wenige sind im Total-Lockdown, aber irgendwelche Einschränkungen gibt es, so wie in Shanghai. Da ist jetzt ein bisschen was gelockert worden, aber es ist nach wie vor extrem krass, was da passiert. Hilferufe der Bevölkerung verhallen weitgehend ungehört. Und hier sehen wir mal etwas, was so ein bisschen wahrscheinlich die Zukunft widerspiegelt. Wir haben auf der einen Seite die Fed, die zumindest versucht, die Inflation in den Griff zu kriegen, und auf der anderen Seite die EZB, die das nicht versucht. Und nicht versuchen tut auch die japanische Notenbank letztendlich, die Dinge wirklich anzugehen. Auch in Japan gibt es inzwischen Inflation, erstaunlicherweise. Aber die japanische Notenbank, die sagt, nein, wir halten unsere ultralaxe Geldpolitik bei. Und dadurch ist die Differenz zu dem, was die Fed zumindest sagt, was sie tun wird, so groß, dass der Yen jetzt 12 Tage in Folge gefallen ist. Dollar-Yen über 128, das ist ein Riesenthema, denn damit holst du dir dann die Inflation rein, wenn deine Heimatwährung schwach ist und du kaufst dann irgendwelche Dinge international in Dollar, dann brauchst du dafür immer viel mehr deiner Heimatwährung. Das sorgt für inflationäre Tendenzen. Das könnte beim Euro auch bald passieren. Und wie wird jetzt dieser Börsenmonat April laufen? Wie gesagt, charttechnisch sind wir in so einer unentschlossenen Position. Wir haben wichtige Unterstützungen gehalten, könnten jetzt einen Bounce nach oben sehen, aber wenn diese Unterstützungen brechen, dann könnten die Dämme brechen. Also das ist momentan ein bisschen offen. April ist normal der beste Monat für die Märkte, vielleicht aber nicht in 2022, Fragezeichen. Dazu ein Artikel von Wolfgang Müller. Dann mal eine Definition, was ist Inflation, wann ist Inflation? Die Antwort könnte man in einem Satz sagen, wenn Cash Trash ist, also wenn praktisch Cash halten nicht wirklich besonders, naja, attraktiv ist. Da gibt es 8 Definitionen, die mein Kollege Georg Habe nicht mal für Sie zusammengetragen hat, sodass Sie einen Überblick haben, was da wirklich unter Inflation zu verstehen ist. Welche Definitionen, welche Annäherungen gibt es an das Thema Inflation? Inflation ist ein Symptom für etwas, da muss etwas schiefgelaufen sein, dass sich Geld so stark entwertet in Relation zu Gütern. Und dann noch weitere 2 Empfehlungen. Die EZB kapituliert, überlebt der Euro den Kontrollverlust? Das ist ein absoluter Kontrollverlust. Die EZB hat im Grunde aufgegeben, hat vor die Wahl gestellt, nimmst du Pest oder Cholera, nimmst du also die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft deutlich abschmiert, aber du wenigstens die Inflation bekämpfst, nimmst du das in Kauf, dann hast du Cholera gewählt. Die EZB wählt Pest und Cholera, also man nimmt das in Kauf, ohne die Inflation zu bekämpfen. Und dann noch ein sehr lustiger Brief an Marcel Fratscher mit einer Frage zur Inflation. All das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Heute einiger Lesestoff. Also ich wünsche jetzt erstmal das Beste und sage Servus und Ciao.